Maria von Thurn und Taxis ist heute unser Gast, gemeinsam mit Prälat Wilhelm Imkamp. Ilja Richter, ein Wiedersehen mit Ilja Richter, freuen wir uns sehr drauf. Bernhard Hoeker und Vigal Boning und ein gewisser Joey Heindle. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Vielen Dank. Man könnte sich pausenlos über ihn aufregen. Und es gibt Leute, Atheisten meistens, die ihn am liebsten zur Hölle wünschten, was aber keinen Sinn hat, weil er nämlich einen sehr guten Draht zum lieben Gott hat. Sei kein Spießer, sei katholisch. Das ist der provokante Titel seines neuen Buches, in dem er lustvoll über Kuschelkatholiken schimpft, für die Jesus ein guter Kumpel und Maria so eine Art Super-Emanze ist. Klerikal inkorrekt nennt er sich gerne und den Lautsprecher Gottes. Herzlich willkommen einem Kämpfer gegen den Zeitgeist, Prälat Wilhelm Imkamp. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, Während Menschen wie ich nach der Lektüre dieses Buches relativ sicher sein können, irgendwann in der Hölle zu schmoren, hat sie zumindest die Chance auf das Fegefeuer. Sie denkt nach eigenen Angaben jeden Tag mehrmals an den lieben Gott, geht sonntags in die Messe, einmal im Monat zur Beichte. Interessant von jemandem, der mal nach dem schönen Motto gelebt hat, lieber Feste feiern als Feste arbeiten. In den 80ern war sie so etwas wie das Covergirl der Aristokratie, feierte mit Andy Warhol in New York. Doch dann sagt sie, war da plötzlich eine unglaubliche Leere. Herzlich willkommen der Frau, die Sie früher mal Prinzessin TNT nannten. Gloria von Thurn und Taxis. Schön, dass Sie bei uns sind. Auf die erste Frage an Sie. Welche Schlagzeile als Katholikin hat Sie in den letzten Monaten mehr bewegt? Die Schlagzeile Bundesverfassungsgericht, Ehegattensplitting gilt auch für Homo-Ehe? Oder Papst Franziskus beklagt Schwulenlobby im Vatikan? Oder Geldwäscheskandal im Vatikan zieht weitere Kreise? Das sind ganz schöne Fragen jetzt. Ja, wir reden über das Eingemachte heute hier. Also worüber ich mich persönlich besonders aufgeregt habe. Ja, oder was hat Sie besonders berührt, bewegt? Berührt? Naja. Es ist jetzt ganz schrecklich, aber ehrlich gestanden... Ist Ihnen alles egal? Nicht so schlimm jetzt alles. Ja. Das nicht so schlimm? Ehrlich jetzt. Sie als Katholikin, Herr Prälat, wie ist es bei Ihnen? Also all diese Schlagzeilen, die Sie jetzt genannt haben... Ich meine, die hat es alle so gegeben. Das sind alles uralte Ladenhüter. In den letzten 1000 Jahren Kirchengeschichte... Immer das Gleiche, immer die gleichen Themen. Vor 1000 Jahren gab es kein Ehegattensplitting, auch für Homo-Ehe. Nein, aber es gab damals schon im Urchristentum die Versuchung, Homosexualität als Entziehungsprinzip. Kennen wir aus dem Hellenismus. Also das Problem... Sie meinen Knabenliebe im alten Griechenland und sowas? Als pädagogisches Konzept. Ne? Ja. Und insofern, Geld, Sex and Crime waren immer also ein Thema und... Auch in der katholischen Kirche? Natürlich, dafür sind wir ja da. Sehr gut, so gefallen Sie mir. Ich verstehe. Jetzt, wofür sind Sie mehr? Für Sex, für Crime oder für das Ehegattensplitting? Wir sind da. Super. Das geht ja gleich gut los hier. Wir sind dafür, dass sich alles in ordentlichen Bahnen hält und also die Kollateralschäden... Bitte? In ordentlichen Bahnen, Sex und Crime und Rock'n'Roll, aber geordnet. In ordentlichen Bahnen. In welcher Reihenfolge genau? In welcher Reihenfolge hätten Sie es denn gern? Die Reihenfolge ist immer von den Zeitumständen abhängig, nicht wahr? Was Sie gerade bedrückt, das ist unser Top-Thema. Wenn Sie Sexschwierigkeiten haben, wir helfen Ihnen. Danke. Wenn Sie Wenn Sie den Bankraub planen, helfen wir Ihnen auch, ihn zu vermeiden. Moment. Ich habe kurz gedacht, das wäre eine Talkshow, jetzt ist es eine Selbsthilfegruppe. Ja. Herzlich willkommen. Ja. Brauchen Sie was? Nein, im Moment geht es mir. Da muss ich jetzt aber... Was mich wirklich irritiert ist, dass es natürlich sehr originell geantwortet hat. Ich hatte das so verstanden, dass Sie das gemeint haben im Zusammenhang mit dem Hohen Hause, aus dem... der Prälat kommt, dass diese Dinge, ja, Sex, Crime, Rock'n'Roll... In der Tat, aber ich würde gerne noch mal diesen letzten Gedanken aufgreifen, weil mir der noch so im Hinterkopf hängt. Bei welchen Sexschwierigkeiten genau hilft die katholische Kirche? Die katholische Kirche hilft, oder der Glaube hilft bei allen menschlichen
Bestrebungen, Trieben, Veranlagungen, Versuchungen, Schwierigkeiten. Und wenn, und sie gibt uns sozusagen, der Glaube gibt uns ein Koordinatensystem, ja, wo wir lernen, damit umzugehen. Heißt, nicht gläubig sein heißt, ja, im Funkloch des Heiligen Geistes sitzen. Oder ohne Navi in einer Großstadt, fremden Großstadt sich zurechtfinden. Kann auch hat, mal schön sein. Hat die letzten 1000 Jahre sehr gut funktioniert. Zunehmend weniger. Zunehmend weniger. Und das Navi ist ja eine ziemlich neue Erfindung, während wir, unsere Branche ist eigentlich der älteste Beruf. Nicht das, was Sie denken, sondern wir sind der älteste Beruf. Ich dachte an Hebamme. Sehr gut. Weil sehr sie gut nur so den aufrechten Gang haben konnte. Das ist auch etwas, was zum Himmel schreien kann. Ja. Also was Hebammen hervorrufen. In der Tat. Aber das ist, so habe ich mir das vorgestellt, Herr Prälat, mit Ihnen, weil Sie ja jemand sind, der die Dinge sehr direkt und klar beim Namen nennt. Aber lass uns jetzt mal ernsthaft über das Thema reden. Sie haben ja dieses Buch gemacht, Sei kein Spießer, sei katholisch. Ja. Das ist ja eine, ich fand das originell, den Titel. Das ist eine sehr klare Positionierung. Und in Zeiten, in denen sich Menschen ja tendenziell eher anbiedern, einfach mal eine mutige, klare Aussage. Trotzdem ja finde ich, dass Sie sich auf Positionen teilweise zurückziehen, mit denen man als aufgeklärter, moderner Mensch und auch wenn man katholisch ist, nicht mal so richtig viel anfangen kann. Also Beispiel, Sonntagsmesse zu versäumen, ist für Katholiken eine Sünde. Es könnte sogar eine sehr schwere Sünde sein, weil bei einer normalen Wochenendplanung ein Kirchgang jederzeit möglich ist. Ja, zwischen Samstagabend und Sonntagabend gibt es ein üppiges Angebot an Sonntagsgottesdiensten. Es hat in Deutschland in den letzten 500 Jahren nicht so viele Messen gegeben, wie es heute gibt am Wochenende. Da haben Sie recht, aber warum muss man gleich so weit gehen und sagen, das ist eine Sünde? Warum muss man, Kirchengebot? Nein, es ist ein Kirchengebot. Das ist ein Warnschild. Sie haben doch in Ihrem Auto ein Warnschild. Sie haben doch in Ihrem Auto auch, da blinken doch rote Lämpchen, wenn irgendeine Funktion ausfällt. Sehen Sie, genauso ist das hier. Es blinken wir zeigen ein rotes Signal. Und der Kirchgang am Sonntag, der Einladung Jesu Christi zur Heiligen Messe zu folgen, ist verpflichtend. Wir können in Freiheit sagen Nein, aber dann sollten wir wissen, dieses Nein ist nicht in Ordnung. Mir geht es nur um die Frage, warum gehen Sie so weit und sagen, das ist eine Sünde? Weil die Kirche das so gelehrt hat. Warum muss man immer mit, was ist denn dann die Konsequenz daraus? Kann man diese Sünde wegmachen, wenn man dann beichten geht? Wenn man sie, zu einfach, wenn man sie bereut. Wenn man sieht, es wäre besser gewesen, ich würde es tun. Und zum Glauben gehört die Glaubenspraxis. Und ich meine, 45 Minuten in der Woche oder eine Stunde für eine Sonntagsmesse ist nicht zu viel investiert. Ich verstehe das ja sogar. Rituale sind wichtig. Was ich nicht verstehe, das sage ich auch in allem Respekt, dass Sie, der Sie so moderne Worte im Mund führen und auch ganz pointierte und übrigens auch sehr lustige Sachen sagen, dass Sie wirklich sehr gut argumentieren, dass Sie von Bestrafung sprechen, dass Sie meinen, dass Bestrafung, schreiben Sie in Ihrem Buch, nicht einfach ausgelassen werden sollte. Was verstehen Sie unter... Das hat mich fasziniert. Das möchte ich gerne wissen. Hier steht die Rede, also wir brauchen daher Priester und Katecheten, die die Rede von Bestrafung und Gericht noch nicht aus ihrem Repertoire gestrichen haben. Aber was für eine Art von Bestrafung denn? Schauen Sie, ich kann Ihnen natürlich, ich werde mich hüten, wie es in der Vergangenheit geschehen ist, detaillierte Fegfeuer-Szenarien zu liefern, kann ich nicht. Ich kann Ihnen auch keine Himmelsszenarien liefern. Nein, aber so die Linie. Ich kann Ihnen nicht den Nachtclub-Himmel liefern. Ich kann Ihnen nur sagen, Ihre menschliche, das, was Sie als Mensch tun, hier auf Erden, hat einen Wert, der ins Unendliche geht. Und auch einen Unwert. Sie werden nicht gerichtet, sondern sie richten sich selbst. Dann sprechen Sie also nicht von der Bestrafung durch die Kirche, sondern Sie meinen, das erledigt sich von... Die Kirche bestraft ja nicht. Das hört sich so an, als wenn die Bestrafung... Nein. So meinen Sie das nicht. Nein. Das ist auch im Kontext, ist das okay, eindeutig. Es hat früher sicherlich die Tendenz gegeben... Man hat damit gedroht. Man hat diese Drohkulisse aufgebaut. Du warst doch mal Messdiener. Sie sind nicht die Exekutive, sondern Sie sind die Legislative. Sie sagen, was... Wir sind doch nicht die Legislative, wir sind die Interpreten. Wir sind die Interpreten der Offenbarung. Und insofern sind wir verpflichtet. Aber Moderatoren wollen Sie auch nicht sein, sagen Sie. Sie sagen aber auch, Sie wollen nicht nur die Moderatoren, also der Gunter Jauch der Seele dürfen Sie nicht sein, sondern Sie wollen mehr. Was sind Sie nun, wenn Sie einerseits... was bedeutet das jetzt? Ja, das ist auch so ein Zitat. Also,
Wenn Sie gleichwohl, eine Sekunde. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Der Priester hat die Aufgabe, die Gnade Gottes, die frohe Botschaft zu verkünden. Das frohe Botschaft heißt, Sie sind erlöst, Sie können in den Himmel kommen. Mhm. Wir helfen Ihnen dabei im Rahmen unserer Möglichkeiten, wohl wissend, dass wir selbst auch schwach sind. Okay. Wir halten uns nicht für Superleute, aber wir bieten trotzdem unsere Hilfe an. Ich würde gerne an der Stelle Bernhard noch mal fragen. Du warst Messdiener. Ich war richtig katholisch. Also so. Super Elternhaus. Also man muss dazu sagen, dass mein Großvater war katholischer Kommunist. Mhm. Ich bin noch auch eine spannende auf der Mischung. Suche, wie das geht. Aber das war damals Das geht. Aber diese Druckkulisse, mit der dann auch immer gespielt wurde. Ich habe das auch so erlebt in meiner Kindheit. Diese Druckkulisse, mit der man spielt und sagt, pass auf, wenn du dich nicht anständig benimmst, wenn du nicht deine so und so viel Ave Maria betest, wenn du nicht am Sonntag in die Kirche gehst, dann werden schlimme Dinge passieren. Wenn es gut läuft, Fegefeuer, wenn es schlecht läuft, direkt runter in die Hölle. Das ist das, was ich so mitgekriegt habe. Und das ist auch der Geist, der einem aus diesem Buch entgegenkommt. Nee, Herr Lanz, da gehen Sie mit einem Vorverständnis dran, dass ich, das liegt vielleicht daran, ich habe das nie gehört. Mir hat man nie mit der Hölle gedroht und nie mit dem Fegefeuer. Herr Richter, wir sind fast der gleiche Jahrgang, knapp 60. Und bleibe nicht ewig 60. Ja, kannst nicht immer 60 also sein. Genau. Irgendwann wird sich das Problem für uns stellen. Wo geht's hin? Ne? Aber und dann ist immer die Frage, geht's nach? Dann ist doch immer die Frage, geht's nach unten oder geht's nach oben? Es ist immer die Frage, ist es ein gelungenes, authentisches Leben? Ja, ist richtig. In Wahrheit oder nicht? Ich habe in meinem Leben diese Drohszenarien nie erlebt. Und ich bin, wie gesagt, 60. Und das werden Ihnen auch ganz viele Katholiken bestätigen, dass das so ist. Natürlich hat es das gegeben. Mit Angst wurde immer gespielt. Das ist natürlich Unsinn. Ich glaube aber, dass diese Zeiten endgültig vorbei sind. Und Angst war nie ein sinnvolles katechetisches Mittel. Was ist denn dann, wenn ich sündige? Passiert dann nichts? Was passiert, wenn Sie sich volltrunken ans Steuer setzen und erwischt werden? Dann verliere ich meinen Führerschein. Was passiert, wenn Sie Das heißt, ich verliere exkommuniziert. Das heißt, verliere dann mein ewiges Leben? Ich verliere dann... Stopp, ich sage Ihnen nur, wir kennen aus unserem Alltagsleben doch, dass unsere Taten Folgen haben. Ja. Und wenn Sie mir gleich den Schädel einschlagen und dabei erwischt werden, dann wandern Sie in den Knast. Vielleicht kriegen Sie mildernde Umstände, weil Sie neben mir sitzen müssen. Das heißt, ich kann Ihnen aber sagen, wie Sie das machen. Sie gehen nicht hin und sagen, wenn du sündigst, kommst du in die Hölle. Sie argumentieren so, wie wenn Sie sagen, du sollst nur nüchtern Auto fahren. Das klingt total nett. Aber Sie sagen indirekt, wenn ich besoffen Auto fahre, passiert was. Oder du meinst, das ist so, wie wenn man zum kleinen Kind sagt, du musst nicht mit zur Oma kommen, aber wenn du nicht mitkommst, sind wir sehr, sehr traurig. ist das die Idee? Das kann man doch sagen. Übrigens, Herr Lanz, bei mir hieß es nie, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, kommst du in die Hölle. Mhm. Das Fegefeuer bei mir hieß es, wenn du die Hausaufgaben nicht machst, kommst du zu Tante Kathi. Das war viel schlimmer. Und wir kommen mit den Drohkulissen so nicht weiter. Aber es gibt einen Punkt, das ist die Beichte. Wir können unser Leben immer wieder neu justieren im Beichtgespräch und in der Beichte. So, und pass auf. Interessantes Thema. Ich habe da die besten Erfahrungen mitgemacht. Das würde ich nämlich gerne mal weitergeben, diese Frage, weil wir jetzt sozusagen darüber reden, dass man das alles auch ganz anders verstehen kann und auch leicht missverstehen kann. Sie leben das so, Gloria. Wenn Sie sonntags in die Kirche gehen, wenn Sie einmal im Monat, so haben Sie es, glaube ich, beschrieben, zur Beichte gehen zum Beispiel, was haben Sie davon? Also ich erkläre das immer so, dass der Körper wird schmutzig, der duscht man. Und so wird auch die Seele schmutzig. Und wenn man beichtet, dann duscht man praktisch die Seele. Und wenn man das regelmäßig macht, dann wird man einfach sensibler. Ein Beispiel. Ja. Wenn ich ungeduldig bin und auch vielleicht auch mal was Gemeines gesagt habe, dann kann man das auch schnell vergessen. Ach, das ist nicht so schlimm. Ja. Wenn man häufig beichtet, dann realisiert man mehr, dass man jemanden damit verletzt hat. Leuchtet ein. Das heißt, die Logik ist, ich mach's dann erst gar nicht, weil ich weiß, ich muss sonst wieder zu ihm zur Beichte. Nein. Hm. Das Problem... Na doch, oder? Nein, nein, nein. Das ist ja nichts Schlimmes. Nein. Was ich bemerkt habe an mir, ist, dass ich leider Gottes immer
die gleichen Fehler wieder mache. Und dann habe ich mal gefragt, warum ist das so? Und dann hat man mir klug geantwortet, auch der Körper wird immer an derselben Stelle schmutzig. Wenn ich viel mit den Händen arbeite, habe ich schmutzige Hände. Die muss ich dann waschen. Und so wir ist haben so Verhaltensweisen, also, die wir immer wieder an den Tag legen. Wenn einer sehr ungeduldig ist oder auch eben hochmütig, dann macht er einfach, so bin ich, dann mache ich immer dieselben Fehler. Welche Fehler sind das bei Ihnen? Kann man darüber reden oder ist das zu intim? Also zum Beispiel der Ehrgeiz, die Habgier. Das sind alles Komponenten, die wir alle haben und die einfach manchmal dazu führen, dass wir andere Leute schwer verletzen. Und dieses Bewusstsein kann ich mir erhalten, wenn ich darüber regelmäßig nachdenke. Sonst werde ich so zu einer rauen Maschine, die einfach wie eine Dampfwalze über die Wolle. Und das sind dann die Heuschrecken, die Sie auch beschreiben, ja? Diese. Nicht nur die Heuschrecken, das können alle Menschen sein. Aber ich finde, er hat einen ganz interessanten Punkt gebracht. Wir brauchen alle Bilder und die Hölle und das Fegefeuer und auch der Himmel, das sind ja auch Bilder. Ist klar. Und er hat vorhin mal einen guten Punkt gebracht, finde ich, wo er gesagt hat, das Leben und unser Tun hat Konsequenzen und wir werden nicht gerichtet, wir richten uns selbst. Und wir merken oft selber, wie streng wir mit uns selber sind. Wir gehen mit uns selber oftmals härter ins Gericht als unsere Nächsten mit uns. Und das ist, glaube ich, Hölle. Dieses sich selbst richten und... Okay, ja. Also so das ist muss interessanter man Gedanke. Das ist ein interessanter ja, Gedanke. Es hilft. Ich kann es aus meinem eigenen Leben, kann ich sagen, die Beichte, ich hätte mal das Priesterseminar nicht durchgehalten ohne wöchentliche Beichte. Was haben Sie denn gemacht in der Woche? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Ich habe meine Vorgesetzten konsequent bis zur Weißglut gereizt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und dann lesen Sie das Buch noch mal. Bis zur Weißglut gereizt. Und war gegenüber meinen Mitbrüdern manchmal nicht von der Geduld, die sie verdient hätten, beziehungsweise auf die sie ein Anrecht gehabt hätten. Das ist und habe manchmal auch eine Tür vielleicht nicht mit der Klinke geöffnet, sondern eingetreten nach dem Motto, es macht mehr Spaß. Das ist mal eine ganz ehrliche Aussage, finde ich. Würde gerne von Gloria wissen, wenn Sie zurückdenken an diese 80er Jahre. Wir haben alle diese Bilder im Kopf, diese wahnsinnigen Frisuren. Sie waren unterwegs im internationalen Jetset und glaube ich da noch nicht so auf dem rechten Weg der Tugend. Kann man das so sagen? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich war immer katholisch und feiern und fröhlich sein ist etwas sehr Katholisches. Ich war einfach jung und hatte Spaß an Mode und sehr viel Spaß an Partys. Und natürlich ist man, wenn man jung ist, ist das Zentrale um und auf, ist Spaß haben. Okay, aber Sie haben in Ihrer Biografie zum Beispiel auch davon geschrieben, wie Sie Drogen missbraucht haben, wie Sie zum Beispiel auch zu Kokain irgendwann gegriffen haben. Kann man Koksen beichten? Natürlich. Haben Sie das gemacht? Ja, natürlich habe ich das gebeichtet. Ist das eine Sünde? Also ich persönlich habe es als Sünde empfunden. Warum? Es kann aber auch eine Krankheit sein. Also wir wissen, wir sind heute, gerade was Drogen betrifft, sehr viel weiter. Wir haben in der ganzen, sehr viel dazugelernt von diesen ganzen AA und NA, dass einfach sehr viele Leute nicht wirklich eine Wahl haben, sondern die greifen zur Droge, weil sie zur Droge greifen müssen. Dann würde ich sagen, es sind mildernde Umstände. Ich habe das aus Jux und Dollerei gemacht, weil ich probieren wollte und weil ich übermütig war. Oder weil ich mich gelangweilt habe, sagen wir mal. Und für mich war es eine Sünde und ich habe mir wirklich immer wieder gesagt, ich muss das jetzt trotzdem beichten, obwohl ich genau weiß, dass ich bei der nächsten Party bestimmt wieder einen Joint nehme, wenn der mir angeboten wird. Aber ich wusste trotzdem, wenn ich es beichte, bitte ich auch gleichzeitig, dass der liebe Gott mir die Kraft gibt, irgendwann das zu lassen. Auch als Beispiel, weil das darf ich nicht, das ist falsch. Und ich habe es geschafft. Also ich konnte Gott sei Dank aufhören und tue es auch nicht mehr, weil ich einfach
Ja, ich habe daran geglaubt, dass ich es schaffe, von den ganzen Quatsch aufzuhören. Sie beschreiben diese Zeit, fand ich sehr eindrucksvoll, irgendwann als einen Moment großer Leere. Sie haben diese Feste gefeiert, quasi rund um den Globus, haben in New York mit Andy Warhol gefeiert und anderen Größen, sind mit Prince um die Häuser gezogen, haben Michael Jackson kennengelernt. Und irgendwann dieser Punkt, an dem Sie sagten, jetzt ist Schluss, jetzt mag ich nicht mehr. Warum? Aber das dürfen wir jetzt nicht an diesen Leuten festmachen, weil Andy Warhol war ein ganz, ganz großer toller Künstler, Mann. Ja. Und es war wunderbar. Und er war übrigens sehr katholisch. Der Andy ist jeden Tag in die Kirche gegangen, jeden Tag. Und die Leute, die ich kannte und kenne, sind tolle Leute. Was ich für mich ändern wollte, war, dass einfach das Vergnügen, aber dass das wohl nicht das Zentrale des Lebens sein kann. Aber da bin ich ja sehr schnell, ein Wake-up-Call habe ich bekommen, als mein Mann gestorben ist und ich inmitten dieser schrecklichen Probleme war und ganz allein. Da bin ich dann schnell wach geworden und habe auch die Verantwortung übernommen und habe also auch Kraft meines Glaubens es geschafft, diese für mich sehr, sehr schweren 10 Jahre zu überstehen. Und zwar zu überstehen mit Spaß am Leben und auch als Mutter, die gerne mit ihren Kindern Sachen unternommen und die gerne Mutter war und die gerne mit ihren Kindern gespielt. Und ich habe da nicht gesessen, habe Trübsal geblasen. Aber das konnte ich nur, weil ich den Glauben hatte. Das heißt, es hilft einem dann, in sich zu gehen, zu beten Sie täglich? Ja, ja, natürlich. Ich bete ganz häufig. Worum bitten Sie? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sitze, dann bitte ich zum Beispiel den Heiligen Geist, dass mir gute Worte einfallen. Dass ich kein Blödsinn rede, weil ich rede ja so viel Blödsinn. Hat er gute Arbeit gemacht bis heute auf jeden Fall. Das ist so schön. Das ist, wirklich das ist eine emotionale Stütze, kann man das so sagen? Ja, absolut, ist eine emotionale Stütze. Und jeder, der mal Krisen erlebt hat, ob das, egal was für Krisen das sind, und deswegen sagt auch der Ilja ganz richtig, Leute, die glauben, haben was ganz Angenehmes. Es kann eine große emotionale Stütze sein. Ja. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir uns mal ein bisschen streiten konnten. Das ist, glaube ich, der tiefere Sinn Ihres Buches, das Sie gemacht haben, dass man da jemanden hat, an dem man sich reiben kann und dass man mal sich von anderen Seiten sozusagen der ganzen Thematik ein wenig näher. Das war's für heute. War, glaube ich, für jeden was dabei. Wir haben Glaubensfragen sehr intensiv diskutiert. Herzlichen Dank, Fürsting, Gloria von Ton und Taxis. Herzlichen Dank für den Besuch. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, Herr Imkamp. Vielen Dank fürs Kommen. Sei kein Spießer, werd katholisch. Das ist ein interessantes Buch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.